Ja, welche Folgen hat der iranische Vergeltungsschlag? Darüber spreche ich jetzt mit David Regulerose. Er ist Nahostexperte und live aus Paris zugeschaltet. Guten Abend. Hat Sie der iranische Vergeltungsschlag heute Morgen überrascht? Nein, der Vergeltungsschlag an sich ist keine Überraschung. Der war angekündigt, der war erwartet worden von den Vereinigten Staaten. Also keine Überraschung. Aber man stellt fest, dass das wohl überlegt war, dass das Millimeterarbeit war. Das iranische Außenministerium hatte ja gesagt, dass der Iran hier Maßnahmen durchgeführt hat, angemessene Maßnahmen. So war das angekündigt, das ist jetzt wohl auch gemacht worden. Dabei wurde sich eben auch auf die UNO-Charta berufen, auf das Recht zur Selbstverteidigung. Also damit wollte man eben auch zeigen, dass die Regierung in Teheran das Völkerrecht einhält und sich darauf beruft. Sie weisen darauf hin, dass die Vereinigten Staaten das Völkerrecht gebrochen haben mit dieser Tötung des Generals. Welche Folgen wird dieser Vergeltungsschlag jetzt haben? Würden Sie sagen, dass beide Seiten jetzt quitt sind oder kommt es zu einer weiteren Eskalation der Situation? Im Moment gibt es zumindest eine Pause. Es gab ja die Erklärung von Donald Trump vor einigen Minuten. Er sagt, er wollte keinen Krieg. Es habe keine Verluste auf amerikanischer Seite gegeben, anders als die Iraner das angekündigt hatten, die ja einige Dutzend Tote gemeldet hatten. Es ist also sicher nicht unkontrollierbar. Das heißt aber nicht, dass nichts weiter passiert. Es gibt ja dann immer irgendwie ein Ergebnis. Der iranische Revolutionsführer hat ja gesagt, es wird noch etwas kommen. Es wird also mit einiger Sicherheit nicht die einzige Antwort Irans sein. Aber im Moment ist es wohl so, dass das Ganze doch sehr begrenzt ist. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, die EU gibt sich als Vermittler, will deeskalieren und das Atomabkommen mit Teheran retten. Welche Rolle spielt die EU in diesem Konflikt? Welches Gewicht hat die EU? Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Europäische Union ist hier in einer sehr schwierigen Situation, überhaupt gehört zu werden. Ja, sie ist geradezu machtlos und genau das ist das Problem. Sie hat ja eigentlich keine Möglichkeiten, wirklich Einfluss zu nehmen, trotz aller Anstrengungen, die unternommen werden in Brüssel, um hier aus dieser Krise rauszukommen. Vielen Dank für diese Einschätzung und noch einen schönen Abend nach Paris. Merci.